Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Sekiro. Beim letzten Mal haben wir diesen Feuergolem da besiegt, Feuermonster, und sitzen jetzt hier immer noch im Maschinenland. Weiß jetzt gar nicht, ob wir hier irgendwie weiterkommen, so richtig, da unten geht es glaube ich weiter. Ja, das machen wir jetzt einfach. Habe ich hier gerastet, okay. Ein paar Sachen haben wir auch eingesammelt, dann wollen wir runterhüpfen. Okay. Kleines Erdbeben. Und cool. Stehe ich gar nicht so drauf. So, hier ist runter wieder. Hm. Gucken, ob es hier wirklich. Wo geht's denn hier weiter? Geht es immer weiter runter? Ja, es geht anscheinend immer weiter runter. Fluggreifhaken. Ach so, das. Okay. Gut, wir gehen jetzt mal runter. Da drüben können wir uns rüberziehen. Ziehen wir irgendwo hin? Nee. Okay, das wird natürlich jetzt ein kleiner Akrobat. Da habe ich natürlich Angst, dass ich immer hinfalle, aber. Man sieht. Da ziehe ich mich lieber ran. Komisch an hier. Oh, was da denn? Alter, ist das eine fette Schlange. Die schwebt da einfach nur durch die Gegend? Okay. Das heißt, wir müssen da rüber und die darf uns nicht sehen, oder was? Alter Schwede, okay, wir müssen natürlich. Ich muss da irgendwo anders hinliegen, weil sonst sieht sie mich ja gleich. Die ist ja nicht mal klein. Immer so nebenbei. Okay, bleiben wir hier unten drin. Wir müssen schon wieder zurück. Müssen wir drüben rüber oder was? Ja, anscheinend, okay. Also ich glaube nicht, dass ich die besiegen kann, deswegen bleiben wir jetzt mal schön hier sitzen. Und wenn sie gleich mal wieder den Weg, den Verschwindigebus nach links macht, dann gehen wir mal auf die andere Seite, würde ich sagen. Oh. Ich weiß, ob sie mich jetzt vielleicht auch nicht sehen kann, aber ich traue mich nicht. Okay. Darf ich jetzt einfach rausgehen oder ist sie gleich auch hier? Man weiß es nicht. Das ist da, ne? Okay. Gut, das ist nur so eine kleine Schleichorgie hier. Oh. Oh, oh nein! Hier unten sollte ich nicht sein, oder? Nicht da rüber? Ich glaube, ich muss da hinten hin. Da geht's nicht weiter.
Okay. Alter, ist sie riesig. Das ist nämlich mal eine kleine Schlange. Nicht nur hindurchschleichen, ich sehe. Machen wir mal. Okay, machen wir nicht. Ich schleiche genau da durch, wo ich durch will. Oh oh. Wo soll ich hin, Leute? Wo soll ich denn hin? Wo komme ich nicht irgendwo, ne? Ne. Und da drüben soll ich auf jeden Fall nicht rüber, das sehe ich von hier. Aber da komme ich ja her. Scheiße. Haut ihr den mal ab da? Ich kann hier nichts drin sehen, das ist ja blöd. Ich kann so ein bisschen was sehen, aber... Okay. Okay. Das war jetzt nicht so cool. Wie ärgerlich war das denn? Nee, ne? Ganzen Weg normal machen? Okay. Okay, sie bleibt wahrscheinlich nur da hinten. Ich kann also den ganzen Weg dahin laufen. Das ist natürlich cool. Ich dachte, ich müsste jetzt komplett die Schlange wieder machen. Das hat natürlich gut gemacht. Oh, heieiei. Der Niesanfall hier. Da oben leuchtet was, das könnte man sich holen, ne? Oh, guck mal. Guck dich hier rein. Okay. Hier raus? Ich weiß nicht. Scheint, oder?
Aber dann trifft sie nicht, ja, war auch klar. Wie dumm war denn das? Das ist ja blöd. Also, war ja schon ein bisschen blöd, oder? Na gut. Hä? Oh, das war zu tief, okay. Jetzt sind die doch schon wieder da, scheiße. Gerade eben war sie noch nicht da, das war viel cooler. Und den ganzen Weg wieder hier. Na gut. Auch das kriegen wir hin. Richtung gehen. Oh nein! Das knappt ja nicht da! Was ist das für eine Schlange denn bitte da? Was ist das mit der Schlange? Behaupte mal ja, ne? Die kommt bestimmt nachher nochmal irgendwann. Garantiert. Ich glaube nicht, dass es das mit der Schlange war. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn mir nur ein Auge erwischt. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Da hustet doch jemand. Ist das vielleicht einer, der Blut hustet? Sonst hey, nee, anscheinend. Hört sich so an, ne? Gut, vielleicht können wir von ihm Blut bekommen, mal schauen. So. Was besuchen? Ups. Hup, hup. Uns fehlt noch eine Gebetsperle. Schon hier sind Rassen auch gleich. Wir haben noch keine Leute gekillt hier oder so. Ah, okay. So, da oben ist einer. Da ist auch irgendwas Rotes. Und da läuft... Da läuft hier so ein... Ah, da läuft so ein Riese rum. Scheiße. Gut. So, wie viele Leute sind denn noch hier? Warte mal. Ah, lauschen. Sieh mal. Ein Rauchzeichen vom großen Burgtor. Ist das Kyobusama, der Dämon?
Ja, das ist eindeutig Gyobu, der Dämon. Ashina ist sicher, solange dieser Mann die Türen bewacht. Okay. Nein, das ist ein Bogenschütze wahrscheinlich, ne? Naja, hätte ich belauschen sollen. Naja, egal. Handflasche, okay. Sie noch irgendwie so ein bisschen besänftigen da unten. Wenn ich wissen, dass ich das bin, ja. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wir testen es mal. Jetzt trifft er noch von da. Kann er so treffen? Steht hier. Ah, okay. Kann er nicht runterkommen, der Affe. Dann sammeln wir erstmal alles ein hier. Viel einfacher. Okay. Überreste berühren. Wir haben sie schon einmal zurückgeschlagen, aber die Armee des Innenministeriums ist viel zu stark. Und eben darum? Seid ihr auf die Macht meines Blutes aus? Wie viel Macht ihr auch erhaltet. Ihr werdet als Monster enden. Unfähig, Schmerz oder Furcht zu empfinden. Ich möchte keine Menschenleben beeinträchtigen. Seht euch diesen Leichenhaufen an. Ashina kann nicht mit normalen Mitteln besiegt werden. Nicht mehr. Ich könnte
niemals so stark sein wie ihr. Enichiro-sama, ich bin noch unschlüssig, was ich tun sollte. Es ist lange her, seit das passiert ist. Wartet, solange ihr wollt. Es wird euch nichts nützen. Okay. Gut. Oder auch nicht, aber wir haben es auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter geschafft. Oh, das ist das Schlachtfeld hier. Liegen auch nur Leichen rum. Das gebe ich zu. Es sieht so ruhig aus, dass ich Angst habe, dass da jetzt was abgeht. Das ist immer so dieses, ne? Man weiß nicht, soll man nicht. Aber es wird was passieren, wenn ich runterhüpfe. Ich weiß es jetzt schon. Dann mit der Leuchte, was sammeln wir jetzt ein? Mein Name ist Yobu Masataka Oniwa. Hab ich schon gedacht. Solange ich atme, kommst du nicht durch das Burgtor. Das ist also gut. Scheiße. Onikage, Angriff! Oh. Oh. Ei. Okay, also den nehmen wir uns auf jeden Fall. Den nehmen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal vor, den Hampelmann. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ja, gucken wir mal, wo wir jetzt landen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.